Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video dreht es sich um meine latest Pickups. Los geht's! Ja, Freunde, ich war in den letzten paar Wochen fleißig, habe mir ein bisschen was gekauft und wollte euch das einfach mal vorstellen. Es ist stiltechnisch alles querbeet, also ist was für den Streeting-Bereich dabei, was Schickeres dabei, was normal Casuals. Wir fangen einfach mal an. Und zwar fangen wir mal an mit etwas, was ich mir gar nicht gekauft habe. Und zwar sind das Saint Laurent Sneaker in Weiß. Ich hoffe, man kann das sehen. Das sind ganz simple weiße Sneaker, die habe ich vor ein paar Wochen bekommen. Und zwar habe ich die geschenkt bekommen vom guten Daniel, aka Magic Fox. Er hat sie sich gekauft. Super schöne Schuhe und mega, ja, qualitativ hochwertig. Aber ihm sind sie leider zu klein. Ich habe circa eine halbe Schuhgröße kleiner als der Daniel. Und mir passen die. Und ja, dadurch kam ich an diese Schuhe. Vielen, vielen Dank nochmal an dich, Daniel, für die Schuhe. Mega geil, freue ich mich drüber. Hier nochmal, sind mega nice. So, machen wir weiter mit Piece Nummer 2. Da habe ich mir hier ein kurzärmliches Hemd geholt. Und zwar von Sandro Paris. Das gibt es aktuell da. Das ist so aus einem, ja, wie soll ich sagen, so wie so eine Art gewebter Stoff. Baumwolle wahrscheinlich, sitzt sehr, sehr cool, ist nicht zu lang geschnitten, preislich müsste ich jetzt lügen, weiß ich jetzt gerade nicht genau, aber bei Sandro Paris, sowie bei allen anderen Online-Shops, müsst ihr einfach mal abchecken, ist gerade richtig dicker, fetter Sale, also wenn ihr euch so Sachen von diesem Frühling, Sommer holen möchtet, dann jetzt, weil da könnt ihr echt noch coole Schnapper machen und ein paar Euro sparen. Ich trage in dem Ding Größe M, hier oben steht's. Sehr, sehr cooles Teil, bin ich mega happy drüber, freue ich mich extrem diesen Sommer, das noch ein bisschen tragen zu können und ja, sehr nice. So, machen wir weiter mit ein paar Schuhe und zwar ein paar Vans und zwar sind es nicht irgendwelche Vans und da geht der Shoutout raus an den lieben Kilian. Das ist der sogenannte Vans Old School LG, ne, OG, genau, OG 36 LX. Den habe ich in Kilians Video gesehen, den habe ich mir gekauft und der sieht sehr, sehr cool aus, hat ein bisschen was anderes, ein bisschen kürzere Kappe und ja, ein bisschen längere Schnalle. Der Schuh wirkt sehr cool, ist mega bequem, aber die Vans sind ja meistens immer sehr bequem, aber in dem Fall bin ich mega happy damit, weil wenn man den Vergleich sieht zu einem normalen Vans, ist schon ein Unterschied da. So, machen wir weiter mit einem meiner neuesten Pieces und zwar ist das hier ein sogenanntes Overjacket Flannel. Hier jetzt von Off-White, in rot-schwarz gehalten. Das hat hier in dem Bereich halt diese weißen, schwarz-weißen Streifen drin. Hinten ganz dezent gehalten, in schwarz abgesetzt, Off-White. Ich habe das auch noch in schwarz-weiß, allerdings ist dann hier hinten das in pink. Das finde ich ein bisschen zu viel, aber in dem Fall, das ist ein sehr, sehr cooles Hemd. Beziehungsweise Oversized Jacket und ja, ich bin mega happy damit. Und deswegen habe ich mir auch nochmal ein Rot geholt, mega nice. So, kommen wir zu was Schickerem und zwar werde ich immer wieder gefragt, wo ich meine schickeren Schuhe habe. Ich habe mir ein neues Paar schickere Schuhe geholt und zwar sind das Moyas Schuhe. Das sind jetzt sogenannte Penny Loafer in hellbraun in Suede. Sehr, sehr nice, gefällt mir, extrem gut der Schuh, hat eine schöne Form, schön rundlich gehalten, nicht zu eine lange spitze Front. Und ja, sehr, sehr cooler Herrenschuh und ja, kann ich euch nur empfehlen. Ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich euch die Produkte hier zeige oder so, sondern das sind einfach meine latest Pickups, die ich feiere. Ich muss euch allerdings so sagen, solche Schuhe müsst ihr einfach zwei, dreimal tragen. Vorher werden sie nicht bequem. Es gibt keine Herrenschuhe, die bequem sind. Also so gut wie nicht. Nicht in dem Bereich, keine Penny Loafer, Tessel Loafer. Die muss man ein bisschen immer einlatschen, aber ja, das geht bei denen immer relativ fix. Dann müsst ihr euch einmal durchkämpfen und dann sind die Dinger auch mega nice und ihr könnt die auch mal cool mit einer Jeans tragen oder halt Anzug etc. Sehr, sehr cool. So, und jetzt kommen wir zu meinem nächsten Highlight-Piece für den Sommer, was ich mir gekauft habe. Und sind das einfach zwei Leinenhemden, und zwar von Polo Ralph Lauren. Die habe ich mir jetzt, ich war die Tage in England, im coolsten, also ich würde schon echt sagen, coolsten Shopping-Outlet, das es so gibt. Wahnsinnig krasses Outlet, da kommt auch noch ein Video zu. Die hatten da mega coole Sachen und die zwei Hemden habe ich mir gekauft. Klassische Farben, beziehungsweise hier hat man
auf der Seite das Emblem so in so pink, aber ja, wär jetzt nicht so meins, aber in dem Fall, da das so dezent gehalten ist, stört mich das nicht. Hier ein Rot drauf, sehr coole Hemden. Ich nehme, wenn die Hemden immer regular fit sind, nehme ich die mal eine Nummer kleiner. In dem Fall habe ich jetzt S. Ja, die gehen, glaube ich, bis XXS, aber in dem Fall ist das jetzt S, weil ja, dann sitzen die vernünftig und wirkt nicht so extrem locker, sondern haben eine gute Sitzpassform und sind nicht zu weit, aber auch nicht zu eng. Sehr nice. So, und bleiben wir beim Outlet. Und zwar gab es da auch einen Gucci Store. Und in dem Gucci Store, ja, bin eigentlich nicht so der Fan von Gucci. Ich finde, das ist die Marke einfach zu viel, zu bunt. Mittlerweile wirkt das alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen einfach zu viel. Keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, irgendwelche russischen Millionäre, die einfach nur auffallen wollen, die auch Philipp Plein und Co. tragen, die gehen da einkaufen und lassen da ihr Geld. Aber in dem Fall, ja, habe ich mir jetzt einfach mal ein paar coole Horsebits heißen die, glaube ich. Hat der Justus mir erklärt. Ich wusste jetzt nicht genau, wie sie heißen. Auf jeden Fall, ja, haben die halt eben diese Schnalle hier drauf. Waren krass runtergesetzt, also richtig, ach, die Hemden übrigens auch mega krass runtergesetzt. Ich glaube 60 oder 70% runtergesetzt. Ich glaube jetzt, die kosten neu 500 Euro. Ich habe jetzt, ich glaube 200 Euro dafür bezahlt. Und ja, das sind so Pieces, die kann man einfach immer wieder benutzen. Und ja, die tragen sich natürlich auch ab, aber dadurch, dass man solche Schuhe nicht allzu oft trägt, mega nice. Ich hatte die jetzt am Wochenende das erste Mal auf einer Hochzeit an und da muss ich ehrlich zugestehen, die sind nicht unbequem. Also die sind schon vom Material sehr weich, sehr, sehr nice. Aber die kosten natürlich auch normalerweise 500 Euro. So, und machen wir weiter mit dem Outlet. Also ich habe mir jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Sachen in dem Outlet gekauft, aber Verhältnis gesehen war es alles preiswert. Und zwar gibt es da auch ein Acne Studios Outlet. Da habe ich mir einfach so einen coolen Sommerpullover gekauft, der war auch echt nicht teuer. Wer Acne kennt die Marke, weiß, die sind extrem teuer eigentlich. Und in dem Fall habe ich jetzt, glaube ich, 60 Euro dafür bezahlt. Also das ist ein ganz einfacher Pulli, ist jetzt auch nichts Besonderes. Man merkt halt, er ist qualitativ sehr hochwertig und sehr angenehm zu tragen. Und deswegen habe ich ihn einfach mitgenommen, weil ja, hat mir gut gefallen. So, und mein letztes Piece von dem Outlet. Und zwar gibt es da auch einen Saint Laurent Store. Aber wie gesagt, ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Das Video kommt ja noch. Checkt das Outlet auf jeden Fall mal aus, wenn ihr in der Nähe von London seid. Ist nicht mal eine Stunde weg von London und gibt es eine coole Zuganbindung. Aber ja, habe ich mir hier von Saint Laurent so ein mega krass cooles Flannel geholt. Ja, war auch, ich glaube, 60 oder 70% reduziert. Also in so Outlets findet ihr immer prinzipiell ein halbes bis ein Jahr alte Ware. Dementsprechend sehr, sehr nice und ja, sehr cooles Flannel. Sehr cool geschnitten. Und rein theoretisch, wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, ich trage es nicht mehr, es gibt da Facebook-Gruppen etc., wo man solche Sachen oder Apps, wo du solche Sachen gebraucht verkaufen kannst und ja, immer noch dein Geld zurückbekommst. Sehr cool. So, dann habe ich hier noch, und zwar dann habe ich hier noch die zwei Hosen hier, die sind von Suit Supply. Dazu gibt es auch noch einen Sakko. Das Sakko ist aber gerade beim Schneider, muss ich ein bisschen anpassen lassen. Ich habe das letztens in meine Insta-Story noch reingepackt. Aber das ist so ein schöner Sommeranzug in so einem hellbeige Ton. Mega nice, kann ich euch echt nur empfehlen. Wie gesagt, der ist von Suit Supply und ja, bin ich mega happy mit, dass ich den noch bekommen habe. Wie ich euch schon erklärt habe, ich lasse meine Anzüge mal so ein bisschen abändern und ja, dann, damit das auch hundertprozentig sitzt. Aber sehr coole Sachen und freue ich mich auch schon demnächst, das einfach mal anzuziehen und ja, Events etc. oder einfach so. Sehr cool, freue ich mich extrem drüber. So, und dann kommen wir schon zum letzten Piece. Und zwar habe ich mir ein paar neue Runner geholt. Und zwar sind das die neuen Off-White Nike Runner. Boah, ich müsste jetzt lügen, wie sie heißen. Ich blende das gerade unten mal einmal ein. Der Name ist ein bisschen Kyger irgendwas. Pegasus Kyger oder so heißen die. Ich weiß nicht genau. Die haben hier unten diese Spikes dran. Sind sehr cool. Allerdings glaube ich, ist das ein Frauenschuh. Passt aber in meiner Größe ziemlich gut. Ist aber ja, an der Auflagefläche oben. Fuß, oberen Bereich, ein bisschen eng, muss man ein bisschen eintragen, aber gefallen mir echt cool. Sind auch mega bequem, bis auf dass die an der einen Stelle ein bisschen eng sind, kann man die echt gut tragen, wirkt nicht zu lang. Sehr coole Materialien, ja, die habe ich mir auch noch gegönnt.
Ja, Freunde, das war's von meinen latest Pickups. Ich hoffe, euch hat das ein oder andere Piece gefallen. Mir gefallen die auf jeden Fall alle. Und wie ihr seht, ich stelle mich jetzt nicht nur mit Chicken-Sachen dahin oder nicht nur mit Streeting-Sachen, sondern bei mir ist das alles querbeet verbunden. Allerdings sind das alles Pieces, die ja zeitlos sind. Ne? Also vielleicht höchstens die Off-White-Sachen, die so ein bisschen Momentum haben, aber mehr oder weniger so ein Flannel kann ich auch noch in ein paar Jahren anziehen und so normale Schuhe bzw. normale Runner, die so ein bisschen abgetragen sind, werden ja dann auch immer cooler. Finde ich persönlich, ich mag das wie gesagt nicht so extrem, wenn die Schuhe so zu clean sind, wenn man dann quasi aufpassen muss, wo man hergeht. Ja, auf jeden Fall mega nice. Das soll es auf jeden Fall wieder gewesen sein mit diesem Video. Vergiss auf jeden Fall nicht kostenlos zu abonnieren und ein Like dazu lassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Ciao.